sind Max und Lotte. Und wir backen heute Brezel und zeigen euch, wie einfach das geht. Jetzt geht's los. Für die Brezeln brauchen wir 175 Gramm Wasser, 340 Gramm Mehl, 3 Gramm Hefe, 7 Gramm Salz und 15 Gramm Butter. Zuerst verrührt ihr die Hefe und das Wasser. Vermengt alle Zutaten außer die Butter und knetet etwa 5 bis 10 Minuten, bis ihr einen festen Teig habt. Gebt die Butter dazu und knetet weitere 5 Minuten. Lasst den Teig anschließend 30 Minuten gehen. So, hier haben wir unseren fertig gegangenen Teig und den schneiden wir jetzt in 6 Stücke. Formt kurze Stränge, die ihr 10 Minuten entspannen lasst. Rollt den Teig zu einer Länge von etwa 50 cm aus und formt den Teig in der Luft. Die Brezeln müssen nun 8 Stunden im Kühlschrank gehen. Jetzt wird's gefährlich. So, nachdem der Teig jetzt 8 Stunden gegangen ist, können wir jetzt die Lauge vorbereiten, damit wir gleich die Brezeln laugen können. Wir mischen jetzt 500 ml Wasser mit 20 Gramm Natron. Heizt den Ofen schon mal auf 220 Grad Umluft vor. Taucht die Brezeln für ein paar Sekunden in die Lauge und legt sie anschließend auf ein Backblech. Nun kommen die Brezeln für etwa 20 Minuten in den Ofen. Jo, sie sind fertig. Dann mal guten Morgen. Optimal, ne? Von der Tag her.